Moin Moin und willkommen zurück bei Clash of Clans bei den Wölkchen. Ja, langes gehört. Das ist eine kleine Infofolge wieder. Werde am Wochenende nicht da sein. Auch nicht beim Krieg, den ich mittlerweile angemeldet habe. Ich habe 6 Kessel. Und es gab neue Infos, kleine Infos über das zukünftige Update Clash of Clans. Es werden demnächst. Ich glaube, das war der 23.11. 2 Wochen lang Sneak Peeks kommen. Ja, also die kleinen Vorschauen zum nächsten Update. Ich habe da schon ein bisschen gesehen, aber ich wollte mich nochmal richtig darüber informieren, bevor ich jetzt irgendwelche Halbwahrheiten erzähle. Das sah sehr interessant aus. Ihr müsst einfach auch unbedingt immer mal bei Twitter Clash of Clans selber folgen. Oder auch mal den Galadon auf YouTube suchen. Ist zwar auf Englisch alles, aber gut verständlich. Der hat immer die ersten Infos überhaupt mit Videos. Muss ich jetzt mal wirklich Fremdwerbung machen? Naja. Aber es ist der Update. Ich glaube, das dauert lange, bis es rauskommt. Dass wirklich nicht irgendwas und. Sie davon haben jetzt nicht nur die Leute, die Rathaus 10 sind und warten so, ja, wir können jetzt Rathaus 11 machen und so weiter. Nee, nee, das soll auch viele Vorteile für die Kleinen mit sich bringen und viele Veränderungen. Und da können wir echt drauf gespannt sein. Und die werden das Spiel ganz schön umkrempeln. Ich würde mal sagen, die werden das schon auch. Also ich gehe davon aus, dass es noch besser wird. Ich glaube nicht, dass sie das so umkrempeln, dass es hier schlechter wird und wir alle sagen so, oh nee, das kann man nicht mehr spielen. Glaube ich nicht. Glaube ich ganz und gar nicht. Naja, also der Krieg ist angemeldet. Diesmal mit dabei ist der Kalypso, der Mandy, Pac-Man, Yannick, Starscream, Stealth, der Neu, der Felix, der Eddie, der Doody, Neu ist auch der Fairplay, Todd, Scrub Blizzard, der Timo, der Gamer und der Styler. Gegen einen Level 5 Clan aus dem Irak. Wahrscheinlich, die immer Krieg machen. Ich habe mir den Gegner. Oh, der erste, Level 120. Möchte ich mir den angucken? Ich glaube nicht. Oh. Geht doch eigentlich noch. Na, die Magiertürme, das eine auf Max. Die Base Saber ist auf Rathaus 9 Niveau. Endrathaus 9 Niveau. Dafür hat er aber schon 2 Level 3 Magiertürme. Willst du mich verarschen? Das ist immer dieses Typische. Und natürlich das Labor auf Max. Die Truppen sind auch gut. Der wird uns, glaube ich, ganz schöne Probleme machen. Ich hoffe, meine Jungs kriegen das hin. Ich glaube, ihr kriegt das hin. Bei der 2. Joa. Machbar. Das Locken ist, sollte man wahrscheinlich mit dem Ballon hier machen. Würde ich fast sagen. Oder hier mit dem Schweinereiter. Machbar. Die 3. Ekelhaft, sehr ekelhaft. Machbar, aber sehr ekelhaft die Base. Sehr weit verstreut. Die 4. Ja, da. Doch. Man kommt eigentlich recht gut in die Mitte, bin ich der Meinung. Je nachdem, wie man angreift. 5. Machbar. Oh. Wobei, so eine Base mag ich. Die ist irgendwie potthässlich und denken so, oh. Aber wenn man hier von einer Seite aus angreift, hier in, sagen wir mal, in diese Sache rein, meistens, wenn man schnell ist oder gut die Spawn-Punkte setzt, verläuft das wie ein Trichter und die Truppen laufen dahin, wenn man die Mauer hier überspringen kann. Hier, wie ein Trichter in die Mitte. Machbar. Machbar. Ja gut, wollte es nicht jeden einzelnen angucken. Wie gesagt, ich bin das Wochenende nicht da. Kann auch nicht aufnehmen. Ihr habt mir noch keine Vorschläge gegeben, was ihr gerne sehen wollt. Müsst ihr noch machen. Ja? Ansonsten, auch der Nico ist heute neu gekommen. Ich weiß nicht, ob er ein Abonnent von uns ist. Hat er nicht reingeschrieben. Er sah aber von der Base recht gut aus. Zu weit hinten, aber auch nicht zu gut.
um wirklich Rathaus 10 zu sein. Die Bogentürme hängen nämlich ganz schön hinterher. Und die Kanonen. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir haben ja noch genug Platz. Wir können immer noch rein. Und der Claudin, der ist ein bisschen aktiv. Ich wollte mal zeigen seinen Stand. Ich hoffe, er ist nicht böse. Hier seht ihr, ne? Die Mauern sind hoch. Die sind schon auf Max. Na, der holt auf. Der hat nur die Teslas komplett vergessen. Das ist ihm vorhin aufgefallen. Er ist aber krank, ist gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, er ist krank. Er hat Fieber zumindest. Kann er ja ein bisschen farmen gehen. Doch, also der Cloud ist immer noch aktiv, er ist immer noch dabei. Vergesst das nicht, es ist ja auch sein Clan im Grunde. Ich bin nur als Anführer eingestellt, weil ich hier alles organisiere, bis vorne und hinten. Was teilweise echt schwer ist, weil manchmal habe ich auch nicht so viel Zeit, aber ich gebe mein Bestes, um irgendwie für euch da zu sein. Wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, tut mir leid, seid nicht böse. Ne? Naja. Von meinem Status her. Ihr hört, ich bin gerade echt kaputt. Wenig Zeit. Muss nämlich halt wegfahren. Mann, wo war das denn? Layout anpassen. Baba. Alle löschen. Wie sieht's denn aus? Noch 42 Mauern. Also knapp 100 auf, um auf 9 zu kommen. Viel zu tun, viel zu tun. Na gut. Soll es für heute gewesen sein? Macht Vorschläge in die Kommentare. Lasst trotzdem einen Daumen da, bewerbt euch für den Clan. Wenn ihr noch nicht drin seid, ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr keine Rusher seid, schreibt, ihr seid Abonnent und ihr kommt rein. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.